Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Ihren Lieblingsholländer. Ein Mann wie eine Frikandel, außen knusprig und innen undefinierbar. Er ist der Gianni Infantino des politischen Kabaretts. Hör auf mit dem Scheiß, ey. Frikandel-Infantino, was kommt denn als nächstes? Irgendwas mit linksgrün versifft oder was? Woher wusstest du das? Ach, ich bitte dich. Was willst du denn hören? Naja, ich mach doch Kabarett, das auch so ein bisschen philosophische Züge hat. Ich appelliere an den Humanismus, nehme mein Publikum mit in die Verantwortung. Ja, ich fände so was Gefühliges, fände ich schön. Okay, gefühlig, pass auf. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie den Richard David Precht der Satire, die Margot Käßmann. Es reicht. Sag mal, du hast doch nicht alle Tassen im Schrank. Ich möchte, dass du jetzt einfach nur sagst, bitte begrüße Sie und dann mein Name. Kriegst du das hin? Selbstverständlich. Ja, dann bitte. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mein Name. Guten Abend. Guten Abend. Herzlich willkommen zu Zwischenstand 22 im Januar 2023. Ja, es musste verlegt werden. Corona hat mich auf den letzten Metern auch noch geholt. Aber heute sind wir alle hier und ich freue mich, denn wir sind ja heute Abend hier zusammengekommen, um mal für 2 Stunden zu Hause nicht heizen zu müssen. Kabarettveranstaltungen sind ja inzwischen so ein bisschen die Tafeln des Mittelstands. Und ich begrüße Sie hier im Dschungelcamp des politischen Wahnsinns. Den ersten prominenten Auszug im Dschungelcamp hatten wir ja schon. Christine Lambrecht hat sich mit den Worten, ich bin ein Star, holt mich hier raus, von der Bundeswehr verabschiedet. Und da stellt sich natürlich schon auch ein bisschen die Frage, macht das mit dem politischen Kabarett überhaupt noch Sinn, wenn die realen Akteure inzwischen ihre eigene Karikatur sind? Und die ganz klare Antwort lautet, nein. Ne? Es macht überhaupt keinen Sinn. Ja, aber es macht Spaß. Ne? Und das ist der intellektuelle Doppelwumms des Kabaretts. Das ist die Laufzeitverlängerung des Schwachsinns. Und ich dachte, ich steige heute Abend ein mit einem kleinen Witz. Folgende Situation. Ein Berg und auf diesem Berg stehen 2 Dinosaurier. Und unten im Tal, da ist so ein Fluss. Und auf diesem Fluss fährt die Arche Noah. Und da sagt der eine Dinosaurier zu dem anderen, war das heute? Sehen Sie, und dieser kleine Witz fasst doch den aktuellen Zustand der Erde im Moment sehr gut zusammen. Wir machen heute Abend einen wilden Ritt durch die Gegenwart und werfen zwischendurch auch immer mal wieder einen Blick in den Rückspiegel. Aber um die 2 vergangenen Jahre aufzuarbeiten, da brauche ich Hilfe. Ich brauche einen moderativen Zivildienstleistenden, der mir über den politischen Zebrastreifen hilft. Ein Bilanzbuchhalter des Wahnsinns, eine Stimme der Vernunft. Und deshalb freue ich mich, Ihnen jetzt einen guten Freund vorzustellen. Er ist heute Abend der Sidekick meines Herzens. Ich bin ja ein großer Fan der Late Night. Und in der Late Night gibt's immer einen Sidekick. Das ist der, der den Host so ein bisschen, sagen wir mal, wie ein Zivildienstleistender so ein bisschen betreut, schaut, dass auch alles funktioniert, ihn immer wieder daran erinnert, auch die richtigen Sachen zu sagen. Und ich freue mich, dass er heute Abend dabei ist. Wir kennen uns seit 10 Jahren. Er ist kreativer Sparringspartner und war Producer der Late Night. Das war meine Jugendsünde auf ZDF Neo. Er ist gebürtiger Fernsehmann und in der Glamour-Welt des Flachbildschirms zu Hause, wohnt aber trotzdem in Pullheim. Auch sonst lebt er in schwierigen sozialen Verhältnissen. Er ist VfL Bochum-Fan. Und der letzte aktive Sozialdemokrat der Bundesrepublik Deutschland. Seine Hobbys sind Whisky und schlechte Laune. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Professor Dr. H.C. Martin Brindepke. Ja. Ja. Was war das jetzt für ein Auftritt? Das sah aus, als ob du gerade 25 Schlaganfälle hintereinander weggehabt hättest. Was war das für ein Auftritt? Du hast gesagt, ich soll einen großen Auftritt machen. Das war ein großer Auftritt. Du bist gelaufen wie ein 120 Jahre alter Mann. Ich habe mich an dem Größten orientiert. An wem? Ja, an dem Führer der freien Welt, an dem POTUS. Das war Joe Biden, oder? Ja, Joe Biden kommt immer...